Dreiviertel sechs, hier ist TV Bayern Live mit folgenden Themen. Party in Schleißheim. Der Bayerische Landtag lädt zum großen Sommerempfang aufs Schloss. Vorfreude in München. Zwei Monate vor dem Oktoberfest wird der neue Wiesenkrug präsentiert. Und Nachwuchs in Nürnberg. Neun Entenküken erblicken das Licht der Welt. Herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Eine Stunde geht es hier bei RTL nun um Themen, die den Freistaat bewegen. Zu Beginn wollen wir Sie mitnehmen auf eine ganz besondere politische Party. Wenn Horst Seehofer und Landtagspräsidentin Barbara Stamm zum Empfang laden, dann kommen Sie alle. Natürlich auch wir von TV Bayern Live. Das schönste Fest in Bayern. So nennen Kenner den traditionellen Sommerempfang des Bayerischen Landtags. Rund 2000 Gäste hat Gastgeberin Barbara Stamm auf das neue Schloss in Schleißheim eingeladen. Gemeinsam stark für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. So lautet das Motto der Initiative Wertebündnis Bayern, das beim diesjährigen Landtagsempfang im Mittelpunkt steht. In 7 Projekten setzen sich junge Menschen damit auseinander, was Werte für sie bedeuten. Eins davon heißt Ich, Wir, Ihr im Netz. Es ging halt vorrangig um Medien in Bezug auch auf Werte, vor allem in Bayern im Hintergrund jetzt von Trachtenvereinen, speziell weil wir eine Gruppe von 12 Personen aus Trachtenvereinen waren. Und Aufgabe war es halt analog jetzt zu bestimmten Werten einen herauszugreifen und dann einen kleinen Clip dazu zu drehen. Man kennt die Werte zwar, aber man wird sich nochmal richtig bewusst, ruft die Werte ins Bewusstsein. Und auch den Wert Tracht lernt man besser kennen und man verinnerlicht den mehr und man ist halt einfach stolz drauf, dass man sowas tragen darf. Barbara Stamm ist Gastgeberin und unterstützt das Wertebündnis Bayern seit seiner Gründung 2010. Von der Arbeit der ehrenamtlichen Helfer ist sie begeistert. In der Jugend steckt so viel Gutes, man muss es nur hervorholen, findet Stamm. Es geht darum, deutlich zu machen, dass man in einer globalisierten Welt auch wissen muss, worauf man sich besinnen muss, nämlich auf Werte. Das auch vor allen Dingen auch in jungen Menschen zugrunde zu legen, das ist etwas Großartiges. Und das ist nicht nur die Aufgabe von Schule und Jugendarbeit, sondern das ist eine Aufgabe von uns allen in unserer Gesellschaft. Neben Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren 300 Vertreterinnen und Vertreter des Wertebündnisses auf dem Sommerempfang des Bayerischen Landtages eingeladen. Von der Relevanz der Initiative sind auch die prominenten Gäste der Veranstaltung überzeugt. Also das ist immer wichtig, dass Kinder und Jugendliche die Werte, die ihnen in der Familie und in der Schule und sonst wo erzählt werden, auch erleben können. Ich halte diese beispielhafte Arbeit im Alltag für wichtiger als jede Sonntagspredigt oder pädagogische Ermahnung. Solidarität ist uns wichtig, Friede ist uns wichtig, Überwindung der Armut ist uns wichtig. Also es kommt darauf an, welche Werte wir haben. Und ich glaube, in Bayern gibt es doch einen Konsens über breite Schichten der Bevölkerung hinweg, auch politisch über viele Parteien hinweg, dass wir hier ein Land sind, wo wir zueinander stehen, wo wir soziale Gerechtigkeit anstreben, Teilhabe für alle. Also das ist nie perfekt, aber in Bayern wird schon sehr viel gut zusammengearbeitet und das wird durch solch einen Empfang auch nochmal ausgedrückt. Laut Initiator Horst Seehofer sei das Wertebündnis die bunteste und stärkste Koalition Deutschlands. Und die wurde vor der Kulisse des neuen Schlosses in Schleißheim auf dem Landtagsempfang 2013 gebührend gefeiert. Zum 12. Mal haben die Wirte der großen Wiesenzelte ihren eigenen Krug zum Oktoberfest vorgestellt. Das Hauptmotiv ist dieses Mal dem ehemaligen Münchner Bürgermeister Thomas Wimmer gewidmet. Denn vor 50 Jahren hatte er zum letzten Mal das Fass auf der Wiesen angezapft. Hermann Memmel wusste gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Neben seinen verschiedenen Funktionen in diversen Wiesengremien ist er auch Vorsitzender der Thomas-Wimmer-Stiftung. Und diese wird heuer ganz besonders vom neuen Krug der Wiesenwirte profitieren. 50 Cent pro verkauftem Humpen gehen an die Stiftung. Ich wusste das ja gar nicht. Ich habe gedacht, ich bin eingeladen als Wiesen-Ehrenrat oder weil ich Beiratsvorsitzender bin vom Festring München, der den Einzug der Wiesenwirte macht. Dabei, also ich war völlig überrascht.
In der streng limitierten Auflage ist jeder Krug nummeriert und somit ein absolutes Sammlerstück. Die wissen wir, die machen einen nostalgischen Krug. Wissen Sie, einen mit Salzglasierten, einen alten Krug. Und da brauchst du auch ein altes Motiv. Und 50 Jahre Thomas Wimmer, der ja für die Wiesen wirklich unheimlich viel gemacht hat, ein richtiger Münchner, wo du sagst, jawohl, der hat einen Bezug zu seiner Stadt. Mir gefällt das sehr gut. Passt irgendwie in die Serie rein, was wir jetzt die letzten Jahre so gemacht haben. Mir gefällt vor allem auch dieser salzglasierte Krug sehr gut im Vergleich zu dem offiziellen, der doch immer ein bisschen, ja, für meine Begriffe einfacher ausschaut. Ich finde den einfach schöner und ich glaube, das ist ein schönes Sammlerobjekt. Der Wimmerdammerl, wie ihn die Münchner nannten, packte oft selbst mit an. Wie beim legendären Rammerdammer 1949, als er zur Schaufel griff, um die Stadt vom Kriegsschutt zu befreien. Die Thomas-Wimmer-Stiftung wurde gegründet etwa im Jahr 2000 und seither bemüht sie sich, Einzelschicksale und Familienschicksale zu lindern, indem dass man unbürokratisch hilft, nach einer Prüfung schnell hilft. Und wir sind auch Anlaufadresse für die Caritas, für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, für die Arbeiterwohlfahrt. Gestaltet wurde der Krug zum 5. Mal in Folge von der Künstlerin Tita Gronemeyer. Bei der Wahl ihrer Motive legt sie besonderen Wert auf die Tradition des Oktoberfestes. Der Wimmer ist uns einfach irgendwie über den Weg gelaufen. Dann haben wir gemerkt, ja, letztes Mal vor 50 Jahren, und dann war das natürlich ein super Motiv. Und es gibt Fotos, es gibt vor allem ein sehr gutes Foto, was ich sehr leicht abnehmen konnte, sehr scharf. Neben dem Krug präsentierten die Wiesenwirte auch wieder ihre Kampagne gegen das Komasaufen. Mach dich nicht zum Affen. Ex-Saufen ist uncool. Entworfen von Karikaturist Dieter Hanitsch. Man macht sich ja, wenn man sich richtig volllaufen lässt, irgendwo zum Deppen, sagt man. Und da man jetzt nun einen Slogan hätte machen können, mach dich nicht zum Deppen, ginge. Nur wen hätte ich als Deppen zeichnen können? Wer? Irgendein Politiker? Oder irgendjemand sonst? Also habe ich mir überlegt, dass das macht dich nicht zum Deppen eine andere Redensart gibt, macht dich nicht zum Affen. Was wir halt nicht wollen, ist das Exaufen der Jugend auf der Bank oder manchen stellen sie gleich am Tisch auf. Und das ganze Zelt grölt, weil das so toll ist. Das ist das nicht, was wir wollen. Die Wiesn ist zwar bierfest, aber wir wollen, dass die Leute ein Bier genießen und nicht auf einmal heldenhaft in sich reinschütten und danach bewusstlos sind. Der Countdown zur Wiesn läuft. Noch 61 Tage bis zum größten Volksfest der Welt. Sie ist die älteste genutzte regenerative Energiequelle in Deutschland, die Wasserkraft. Trotz des hohen Wirkungsgrades von über 90% geht der Ausbau dieser Energiequelle aber nur langsam voran. Das liegt vor allem am Thema Naturschutz entlang der Flüsse. Zeit, dass da jetzt mal was in Schwung kommt, meinten die Teilnehmer des ersten bayerischen Wasserkraftforums. In der Stadt Würzburg wird die Kraft des Wassers schon lange genutzt. Bereits seit 1924 ist das Wasserkraftwerk direkt neben der alten Mainbrücke in Betrieb. Strom erzeugen mit Hilfe von Wasser gilt als die älteste Form der Energiegewinnung. Zumindest in Deutschland. Die Technik von 1924 ist heute nicht mehr zeitgemäß. Deshalb wurde die untere Mainmühle vor einigen Jahren modernisiert. Drei Turbinen erzeugen mittlerweile Strom aus Wasserkraft. Für die Rhein-Main-Donau AG war Würzburg zwar die erste, aber nicht die letzte Anlage. Wir haben heute rund 59 Laufwasserkraftwerke und ein Pumpspeicherkraftwerk. Also ein stolzer Kraftwerkspark. Wir erzeugen so ungefähr ein Viertel des Wasserkraftstroms in Bayern mit den Kraftwerken der Rhein-Main-Donau AG. Alle Anlagen zusammen decken den jährlichen Strombedarf für mehr als 460.000 Menschen. Traditionell gibt es in Bayern viele Wasserkraftwerke. Doch das Potenzial ist noch nicht voll ausgeschöpft. Genau dieses Thema wird hoch über dem Main diskutiert, auf der Festung Marienberg. Diese Experten setzen auf die Wasserkraft angesichts der Energiewende. Deshalb propagieren sie, dass alte Anlagen modernisiert und neue gebaut werden. Es ist ja so, dass wir innerhalb von 10 Jahren den Anteil der erneuerbaren Energien von 2009 25% verdoppeln wollen auf über 50%. Und da ist ja gerade die Wasserkraft eine wesentliche Stütze, ein wesentlicher Pfeiler, weil die Wasserkraft in der Lage ist, eine Versorgungssicherheit herzustellen.
Denn anders als Sonne und Wind ist Wasserkraft rund um die Uhr verfügbar. Unschlagbar sind in dieser Hinsicht sogenannte Pumpspeicherkraftwerke. Wie hier in Langenbrotzelten kann schnell Strom erzeugt werden, vor allem wenn er kurzfristig gebraucht wird. Solche Anlagen gelten unter Experten als besonders effektiv und zuverlässig. Pumpspeicherkraftwerke sind sicherlich die hervorragende Ergänzung zu Wind und Sonne. Wind und Sonne sind sehr volatil und wir müssen einen Ausgleich finden zwischen dieser volatilen Einspeisung und dem Verbrauch der Menschen. Und da sind Pumpspeicherkraftwerke genau die Kraftwerke, die das leisten können. Sie sind in der Lage, Strom ins Netz einzuspeisen, wenn Bedarf ist, aber auch in der Lage, Strom aufzunehmen, wenn zu viel Strom im Netz ist. Ein Problem gibt es jedoch mit Pumpspeicherkraftwerken. Verstecken lassen sie sich nicht. Mit dem Landschaftsschutz gibt es häufig Konflikte, deshalb werden sie selten gebaut. Und auch die Wasserkraftwerke an den Flüssen sind unter Fischern und Naturschützern umstritten, weil allen voran der Aal in den Kraftwerken sein Leben lässt. Gerade in der Diskussion der Energiewende, es gibt keine Energieform, die nebenwirkungsfrei ist. Und so ist eben auch bei der Wasserkraft, die so viele positive ökologische Aspekte hat, man denke an den Klimaschutz, ein Nachteil da. Sie bauen ein Querbauwerk in einem Fluss und durchschneiden damit die Durchgängigkeit im Fluss für Fische, für das Geschiebe. Nun, wir als Wasserkraftwerksbetreiber, wir finden uns nicht einfach mit diesem Nebeneffekt ab, sondern wir versuchen, diese negativen Effekte so klein wie möglich zu halten. Um die Fische zu schonen, wurde in den letzten Jahren bereits viel ausprobiert. So zum Beispiel in Randersacker bei Würzburg. Seit 2008 gibt es nun eine Umgehungsrinne für Fische. Diese ist mehr als einen Kilometer lang. 500.000 Euro hat das künstlich geschaffene Bächlein gekostet. Doch diesen sicheren Weg findet der Aal scheinbar nicht. Deshalb wird weiter mit neuen Fischtreppen und anderen Maßnahmen experimentiert. Knapp eine Woche ist vergangen, seitdem ein 61-jähriger Geschäftsführer in seinem Pfaffenhofener Getränkemarkt brutal erstochen wurde. Nun hat die Kripo eine heiße Spur. Die Ermittlungen liefen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren. Polizeibeamte haben das Gelände um den Getränkemarkt fieberhaft nach der Tatwaffe abgesucht. Das Ermittlungsteam wurde von 7 auf 10 Mann aufgestockt. Nun, 6 Tage nach der Tötung des Marktleiters, hat die Kriminalpolizei einen Verdächtigen festgenommen. Im Moment läuft hier bei der Kriminalpolizei die Vernehmung dieses Mannes. Von dem her kann man zur Person natürlich keine wesentlichen Aussagen treffen. Er ist 38 Jahre alt. Er hat wohl augenblicklich keinen Beruf. Er hat einen Wohnsitz in München. Und inwieweit sich Bezugspunkte zu Pfaffenhofen ergeben, ist im Moment für uns offen. Das erhoffen wir uns bei der Vernehmung zu erfahren. Es sei nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ehemaligen Mitarbeiter des Getränkemarktes handelt. Auch die Bevölkerung ist daran interessiert, den Fall aufzuklären. Insgesamt gingen bei der Polizei ca. 70 Hinweise ein. Und diese haben letztendlich zum Fahndungserfolg geführt. Wir hatten mehrere Hinweise von Kunden, dass sich zum tatrelevanten Zeitpunkt an diesem Samstagnachmittag ein Mann in diesem Getränkemarkt aufgehalten hat, der sich als Testkäufer ausgegeben hat. Das ist eine. Und das andere, die Auswertung der Kassenbelege, der Zahlungsbelege, hat letztlich zu einem Datum geführt, zu einer Personale, die man weiter überprüft hat. Und man hat festgestellt, dass dieser Mann in München in einer Klinik liegt und sich dort wegen Verletzungen an den Armen behandeln ließ. Ein wichtiges Indiz dafür, dass es sich um den Täter handeln könnte. Denn vor der Tötung habe definitiv ein Kampf zwischen den beiden Männern stattgefunden. Was sonst noch so los war im Freistaat, das haben wir jetzt mal für Sie zusammengefasst. Hier kommt unser Nachrichtenüberblick. Keine Bomben am Rosenheimer Bahnhof. In dieser Woche hat ein Kampfmittelräumdienst auf dem Gelände des Rosenheimer Bahnhofs nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht. Mit Hilfe von Sensoren wurde an vermuteten Fundstellen vorgefüllt, wo dann ein Bagger die Erde Schicht für Schicht abtrug. Obwohl das Bahnhofsgelände im Zweiten Weltkrieg starken Bombardements der Alliierten ausgesetzt war, wurden keine Blindgänger mehr gefunden. Im Falle eines Fundes, einer Entschärfung oder Sprengung vor Ort, hätten Teile Rosenheims vorsorglich evakuiert werden müssen. Die Untersuchung war Grundlage zur Bodensanierung im Zuge der Neugestaltung des Rosenheimer Bahnhofareals.
Am Mittwochabend wurde in Neustadt an der Donau im Landkreis Kelheim eine 62-jährige Frau von ihrem Sohn tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Im Zuge der Tatortarbeit wurde festgestellt, dass der Halsbereich des Opfers tödliche Verletzungen aufweist. Staatsanwaltschaft Regensburg und Kripo Landshut haben Ermittlungen hinsichtlich eines Tötungsdeliktes in die Wege geleitet. Noch am selben Tag konnte ein Tatverdächtiger in München ausfindig gemacht werden. Er befindet sich aufgrund richterlicher Anordnung in einer freiheitsentziehenden Maßnahme. Die Ermittlungen zu Tathergang und Motiv laufen noch. Ganja, Holly, Fred und Frieda. Sie sind die neuen Mitbewohner des Nürnberger Tiergartens. Die Seelöwenfamilie wächst weiter. Anfang Juni kam der erste Nachwuchs in der Noris zur Welt. Mittlerweile sind es 4 Seelöwenbabys. Die Mütter kümmern sich sehr fürsorglich um ihre Kleinen. Nürnbergs Seelöwen sind echte Globetrotter. Viele von ihnen sind mittlerweile in Spanien, Israel oder Hongkong zu Hause. Fränkische Seelöwen also weltweit beliebt. Die Creme des Online-Marketing traf sich im Rilano-Lembach-Palais zum Gipfeltreffen namens Vision Award 2013. Ausgezeichnet wurden die besten Marketing-Ideen des vergangenen Jahres. Zum Beispiel die Initiative Deutschland rundet auf. Schon jetzt kamen für gemeinnützige Projekte 1,3 Millionen zusammen. Cent für Cent. Oder Tiramisu, online bestellt und am gleichen Tag geliefert. Es funktioniert und dafür gab es einen Preis. Ganz locker prämiert wurde auch eine geniale Heizidee. Warmwasser aus dem Serverschrank. Rechenleistung und Warmduschen. Das passt. Die Firma AO Terra erhielt den Preis. Oder Smart Concierge. Ein Touch aufs Smartphone und schon steht der Yoga-Lehrer vor der Tür. Oder jemand zum Gassi gehen. Der Vision Award 2013. Entspannt und innovativ. Die kommenden Marketing- und Kommunikationsgurus und ihre Geschäftsmodelle. Nach 17 Tagen geht heute Abend das traditionsreiche Kiliani-Volksfest in Würzburg zu Ende. Im bayerischen Festkalender ist damit Halbzeit. Meine Kollegin Irisa Hufgard ist vor Ort beim TV Bayern Live-Stammtisch mit dem Sprecher der Schausteller und einem ganz prominenten Franken. Volksfestfieber in Würzburg. Das drittgrößte Volksfest in Bayern geht heute zu Ende. Bei mir der Sprecher der Schausteller, Heiner Distel. Ich grüße dich, Heiner. Ja, hallo, grüß Gott. Heiner, den grünen Abschluss fandest heute auch mit der Oldtimer-Parade. Wie sieht die Bilanz für dieses Jahr aus? Seid ihr zufrieden? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir hatten wirklich ein erfolgreiches Kiliani bis jetzt. Heute Abend ist ja noch mal sehr wichtig mit dem Feuerwerk. Wir hatten guten Besuch, gute Umsätze, wenn es auch in den letzten Tagen ein bisschen heiß war. Wir sind quasi in der Halbzeit des Volksfestkalenders. Wie sieht die zweite Hälfte aus? Ja, wir hoffen gut. Wir haben ja, bevor Kiliani losging, gesagt, jetzt muss der Sommer endlich kommen. Und er kam, also mit dem Turbo gleich. Und jetzt sind wir natürlich zuversichtlich, dass das schöne Wetter anhält und die kommenden Volksfeste alle davon profitieren. Vielen Dank, Heiner. Natürlich zieht es auch die Prominenz auf Kiliani in Würzburg. Bei mir der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Michael Kloß. Herzlich willkommen, Herr Kloß. Dankeschön, dass Sie mich eingeladen haben. Herr Kloß, 37 Jahre Bundestag. Sie haben diese Woche Ihren Abschied gefeiert in Kastell. Wie schwer ist Ihnen diese Entscheidung gefallen? Natürlich ist ein bisschen Wehmut dabei. Aber ich glaube, ich kann auf 37 erfolgreiche Jahre zurückblicken. Ich habe den Entschluss selber getroffen, wann es zu Ende ist, wann ich aufhöre. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ein besonderer Gast auf Ihrer Abschiedsfeier war unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das zeigt natürlich auch die Anerkennung und den Respekt Ihrer Arbeit und Ihrer Person gegenüber. Was bedeutet das für Sie persönlich? Also ich habe mich sehr gefreut. Wir hatten immer eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich konnte da viel dazu beitragen, dass Angela Merkel heute Bundeskanzlerin ist in Deutschland. Ich hatte die Position, da Weichen dafür stellen zu können. Und was mich ganz besonders freut, dass sie heute als die angesehenste Politikerin Europas und eine der angesehensten in der ganzen Welt
so viel Zeit noch gefunden hat, nach Kastell zu kommen, um mir auch Ade zu sagen. Herr Klos, was ist Ihr Plan B für die zweite Legislaturperiode? Ja, ich habe dann vor, etwas stärker auf meine Frau zu hören. Wenn es darauf ankommt, auch ein bisschen stärker zu Hause zu sein und außerdem doch ein bisschen auf die Gesundheit aufzupassen. Wissen Sie, wenn man Richtung 70 marschiert, ist man auch nicht mehr so leistungsfähig wie mit 50 und mit 30. Herr Klos, das sind auf jeden Fall gute Vorsätze. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir feiern jetzt noch den letzten Kilianitag hier in Würzburg und freuen uns dann aufs Abschlussfeuerwerk um 22.30 Uhr. Damit zurück ins Studio. Tschüss. Ja, vielen Dank, Irisa Hufgard. Sehr nette Informationen, die wir da von Michael Klos erfahren haben. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, sind aber gleich zurück und danach geht es weiter mit folgenden Themen. Schulen Visier, Buchautor Dr. Ulrich Berl spricht über Hintergründe der Christsozialen. Bamberg Zauberstadt, 100 Künstler aus 14 Nationen bescheren der Domstadt magische Momente. Und Special Olympics, Menschen mit geistiger Behinderung holen alles aus sich heraus. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta Günstig fliegen Sie gratis nach Budapest, inklusive bis zu 7 Nächte in einem 4-Sterne-Hotel. Denta Günstig garantiert Ihnen eine Behandlung durch kompetente Ärzte mit modernster Technik und zur Nachbehandlung Partnerzahnärzte in Deutschland. Und das Beste? Deutsche Krankenkassen erkennen die Behandlung in Ungarn an. Melden Sie sich jetzt kostenlos an unter 0800 230 0002 oder im Internet dentalgünstig.de. Oder Sie überzeugen sich vor Ort und fliegen für nur 199 Euro zu einer unverbindlichen Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta-Günstig-Kennlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Nach anfänglicher Skepsis bin ich sehr zufrieden, fühle mich hier sehr gut aufgehoben und Urlaub gab es noch obendrein. Wählen Sie jetzt kostenlos 0800 23 00 002 oder dentagünstig.de. Willkommen zurück zu TV Bayern Live. Dass wir uns hier in Bayern in Sachen Wirtschaftswachstum im bundesweiten Vergleich nicht verstecken müssen, ist wohl jedem klar. Doch um dauerhaft ganz vorne mitzuspielen, müssen entsprechende Weichen gestellt werden. Hier kommt unser Wirtschaftsradar Bayern. Die Themen heute. Wohlstand in Bayern. Die Basis dafür legen die ansässigen Unternehmen. Und Suche nach Fachkräften im Allgäu. Im Vergleich zu anderen Bundesländern und auch anderen Staaten steht die bayerische Wirtschaft sehr gut da. Es gibt viele Arbeitsangebote, attraktive Jobs und beste Karrierechancen. Aus Industriebetrieben kommen Technologien, die führend auf den Weltmärkten sind. Stark ist der Freistaat durch seine vielen Fachkräfte, die die Basis für den Wohlstand legen. Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft arbeiten gemeinsam an Lösungen, um sich auch in Zukunft hochqualifizierte Arbeitskräfte zu sichern.
Wir brauchen Investitionen in Bildung und Ausbildung. Wir brauchen ein international wettbewerbsfähiges Zuwanderungssystem. Da haben wir auch im letzten Jahr mit gerade auf mein Drängen auf Bundesebene große Schritte in die richtige Richtung gemacht. Wir brauchen auch die Potenziale der Menschen, die schon in unserem Land leben und arbeiten. Also es ist ein ganzes Strauß an Maßnahmen. Wir haben das in Bayern ja schon angegangen. Und Bayern muss da eben vorne dran sein, weil für uns ist das ganz entscheidend in den nächsten Jahren. Die Arbeitswelt verändert sich und mit ihr auch die Anforderungen an Beschäftigte und Arbeitgeber. Bei einem Kongress in München wird aufgezeigt, wie eine Dienstleistung in Zukunft aussehen könnte. Ich glaube, dass wir mit der Verbindung von Produktion und Dienstleistung in komplexen Geschäften ein erweitertes Qualifikationsprofil erwarten von Fachkräften. Und die Investitionshandlungen von Unternehmen werden sich dort langfristig verändern müssen. Wir werden in offenere Systemstrukturen kommen und wir werden sehen, dass Betriebe bereit sein müssen, auch in Mitarbeiter zu investieren, die vielleicht nicht mehr ewig im gleichen Unternehmen sind. Wer kluge Köpfe für seinen Betrieb sichern kann, stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit. Davon ist der Wirtschaftsminister überzeugt. Denn laut der Studie Arbeitslandschaft 2035 werden in Bayern bereits 2020 rund 250.000 Fachkräfte fehlen. Im ländlichen Raum ist es meist schwieriger, Fachkräfte zu finden. Liebherr für Zahntechnik in Kempten fällt zwar die Suche etwas leichter als kleineren Unternehmen in der Nachbarschaft, doch auch der Maschinenbauer mit dem bekannten Namen muss sich dabei viel einfallen lassen. Denn die Zahl der Bewerber sinkt, der Wettbewerb um Talente und gut qualifizierte Arbeitskräfte steigt. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir unsere Fachkräfte selber ausbilden. Wir haben eine gute Ausbildung. Wir haben ca. 70 Azubis hier am Standort, wo etwa 1000 Mitarbeiter arbeiten. Und das ist ein sehr interessantes Programm. Wir machen sehr viel mit den Azubis. Wir bieten ihnen eine ganze Reihe Möglichkeiten, Auslandsaufenthalte und Ähnliches. Und das führt zu einer sehr guten Qualität unserer Ausbildung. Wer hier eine Lehre macht, kann später verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Sich zum Beispiel um ganze Baugruppen kümmern. Das macht den Arbeitgeber attraktiv für junge Leute. Liebherr für Zahntechnik wirbt auch sehr aktiv um Ingenieure. Wir sind ein sehr ingenieurlastiges Unternehmen, haben große Technikabteilung, viele Ingenieure. Wir rekrutieren hier sehr stark von der lokalen Fachhochschule, allerdings auch von anderen Universitäten im ganzen Bundesgebiet. Da muss man bekannt sein und da ist das ländliche Umfeld manchmal eine Erschwernis gegenüber den Ballungsräumen. Geeignete Mitarbeiter finden, aber auch vorhandene Fachkräfte halten. Darauf kommt es laut Friedrich Hesemann in Zukunft an. Wir machen einiges, wir versuchen Mütter zurückzuholen nach Erziehungsurlaub. Wir bieten Teilzeitstellen an, wir überlegen uns auch, was sonst noch möglich wäre. Und ich bin mir ganz sicher, die Anzahl ausländischer Mitarbeiter, die wir jetzt schon hier an Bord haben, wir haben da schon einige, die wird weiterhin zunehmen. Der Allgäuer Hersteller von Werkzeugmaschinen und Spezialist für Automationssysteme konnte in den vergangenen 3 Jahren die Mitarbeiterzahl um mehr als 10% erhöhen. Sehr beliebt bei den Angestellten sind die modernen Produktionsräume. Liebherr für Zahntechnik baute den neuen Gebäudekomplex in Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise und eröffnete ihn im Sommer 2011. Dr. Ulrich Berls, Leiter des ZDF-Studios in Bayern und Autor des Buches Bayern weg, alles weg, ist ein wahrer CSU-Kenner. Er hat sich in den letzten 8 Jahren ganz intensiv mit den Christsozialen befasst. Und mein Kollege Uwe Brückner, der hat mit ihm über diese doch sehr komplexe Partei mal gesprochen. Hier kommt unser landespolitisches Gespräch. Willkommen zu unserem heutigen ganz besonderen landespolitischen Gespräch. Sonst sind hier Minister, Staatssekretäre, Politiker aller Couleur zu Gast. Heute zum ersten Mal ein Journalist. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Berls. Grüß Gott. Dr. Ulrich Berls, Sie sind ein ZDF-Mann mit Leib und Seele, 84 eingestiegen, sich hochgearbeitet als Reporter, Redakteur und dann bis zum Büro des Intendanten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Des Programmdirektors. Des Programmdirektors. Und sind dann berufen worden nach München, haben dort die Bayerische Akademie für Fernsehen aufgebaut. Der erste Studiengang für Videojournalisten, also sehr handwerklich, aber auch sehr journalistisch geprägt. Drehen, schneiden, texten und sind dann seit 8 Jahren jetzt wieder beim ZDF. In welcher Funktion in München? Ich bin der Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern. Also in
vorderster Front. Und das ZDF hat in Bayern ja oder auch bundesweit in Bezug auf CSU ein paar Brennpunkte. Man erinnert sich an das legendäre Kleber-Interview mit Horst Seehofer. Das können Sie alles senden und es wurde auch alles gesendet. Steht heute noch im Internet. Oder die Telefonanrufaffäre des Büroleiters. Und jetzt eben schreiben Sie ein Buch. Ich zitiere mal. Bayern weg, alles weg, warum die CSU zum Regieren verdammt ist. Das ist Ihr Buch. Sie haben es privat geschrieben, in Ihrer Freizeit, wie Sie betonen. Also kein Werk des ZDF. Und der Klappentext beginnt mit folgendem Satz. Wer braucht noch die CSU? Pleiten, Krisen und Affären statt politischer Inhalte. Herr Dr. Beiß, das ist ja schon ein hartes Stück Holz hier auf geschätzte 150 Seiten. Warum haben Sie das Buch geschrieben und was ist der Tenor? Also der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, ist ganz einfach der. Ich bin jetzt seit 8 Jahren in dieser Funktion als Leiter des Studios Bayern, des ZDF, und habe in diesen 8 Jahren unglaublich viel erlebt mit der CSU. Ich war in Kreuth dabei beim Stolpersturz und habe vieles andere gesehen. Und da hat als der Journalist in mir hat gesagt, schreib das doch mal auf. Vieles von dem, was man da so erlebt, geht in den kurzen Fernsehberichten natürlich unter. Auf so einem Buch, es sind sogar übrigens 200 Seiten geworden, hat man auch mal Zeit, mal ein bisschen ausführlicher zu erzählen, was man alles beobachtet hat. Nun ist dieses Buch umstritten. Für die Süddeutsche Zeitung ist es viel zu brav, für andere Medien ist es sehr frech. Und vermutlich sind Sie jetzt bei der CSU persona non grata, weil Sie auch sehr persönliche Details schildern, wie zum Beispiel etwas über Stoiber, über Seehofer. Ja, ich habe versucht, ein Seehofer-Porträt zu schreiben. In der Mitte des Buches, das sind so etwa 80 Seiten geworden, ist ein ausführliches Porträt über Horst Seehofer, über seine Kindheit, seine Biografie, wo er herkommt. Und dann habe ich versucht, mal seinen Politikstil zu beschreiben. Ein geflügeltes Wort aus diesem Buch ist schon geworden, Drehhofer oder die christliche Salto-Partei. Sie gehen da ziemlich schonungslos mit verschiedenen politischen vermeintlichen Richtungswechseln der CSU um. Also das Wort Drehhofer, da lege ich Wert drauf, ist nicht von mir. Okay. Sondern das Wort das Drehhofer, das hat Sigmar Gabriel erfunden beim politischen Aschermittwoch in Vilshofen 2011. Und das ist dieser Vorwurf, Horst Seehofer sei ein Populist, der andauernd seine Meinungen wechselt. Und ich habe versucht, in meinem Seehofer-Porträt das mal ein bisschen genauer zu untersuchen. Die Frankfurter Allgemeine ging ja noch weiter. Die Frankfurter Allgemeine nannte ihn gar Crazy Horst. Das ist natürlich schon ziemlich frech, weil es ja legt ja so eine Nähe zum Irrsinn geradezu nahe. Dabei war Crazy Horst, die Anspielung auf den Indianerhäuptling, ja ein standhafter Sioux-Indianer. Und wenn man sich das mal genau anguckt, die Volten, die Salti, die Seehofer und seine CSU so geschlagen haben in den letzten Jahren, dann stellt man fest, hoppla, das ist eine ganz schön bewegliche Partei geworden. Aber wenn man genauer hinguckt, stellt man fest, das ist kein Privileg allein von Horst Seehofer. Das Prinzip Seehofer ist durchaus auch das Prinzip Angela Merkel. Themen abräumen als Politikprinzip. Das ist ein Prinzip, mit dem Frau Merkel über alle Maßen erfolgreich regiert. Und ich versuche ein bisschen das zu korrigieren, als wäre nur der Herr Seehofer und wäre nur die CSU in Bayern so überaus beweglich. Ich habe den Eindruck, das ist ein Phänomen der parlamentarischen Demokratie, wie wir es überhaupt im Moment haben. Die Furcht der Politiker vor den wankelnden Wählermeinungen wird immer größer und umso beweglicher werden auch die Politiker. Und schauen Sie sich doch mal an, wie das aussieht, wenn ein Nicht-Populist ganz vorne bei einer Partei steht. Ich meine, dass die Probleme, die die SPD im Moment mit Peer Steinbrück hat, da liegen doch im Wesentlichen darin begründet, dass Peer Steinbrück kein Populist ist. Ja, Dr. Beiß, also bei Licht besehen kommt das so schlecht kommt die CSU bei Ihnen da gar nicht weg, also bei aller Kritik und bei allen Vorhaltungen. Aber Sie beschreiben im Grunde eine sehr verwurzelte, sehr dominante, traditionelle Partei. Glauben Sie daran, dass die CSU im Herbst in die Opposition kommt? Das weiß ich nicht. Es sieht im Moment natürlich eher danach aus, als würde sie es noch mal schaffen. Alles ganz, ganz wesentlich wird natürlich auch sein, ob es die bayerische FDP wieder in den Landtag schafft. Die CSU hat natürlich schon eine Menge Fehler gemacht. Die Art und Weise, wie sie sich von Edmund Stoiber entledigt hat, beziehungsweise die Endphase Stoiber, das war etwas, was der Partei ungeheuer geschadet hat. Dann versuche ich das auch nachzuweisen in diesem Buch. Die CSU hat geradezu die Krise der Volksparteien
verschlafen. SPD und CDU stecken seit Jahren in einer tiefen Krise der Volkspartei und selbstverständlich auch die CSU. Wie konnte sie denn meinen, diese Krise der Volkspartei ginge ausgerechnet an ihr und an Bayern vorbei? Das versuche ich alles zu beschreiben. Wie die Wahl am 15. September ausgeht, weiß ich nicht. Heutzutage entscheiden sich Wahlen auf der Zielgeraden. Noch ein Skandal am Ende und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Gute Umfrageergebnisse in hohen 40er-Zahlen gab es 2008 auch. Und dann kam dieses Fiasko mit den 43%. Das Rennen ist offen. Das Rennen ist offen. Das Buch ist auf dem Markt. Es ist auch nicht das einzige Buch über Bayern in diesen Tagen. Wilfried Scheinagel, der Vordenker der CSU, hat geschrieben, Bayern kann es auch alleine. Also er sagt, wir brauchen niemand sonst. Er meint natürlich die CSU. Und mal sehen, welches Buch im Herbst das Rennen machen wird. Ich bedanke mich fürs Kommen, Dr. Ulrich Berls, ein Journalist, erstmals zu Gast beim Landespolitischen Gespräch. Ja, vielen Dank, Uwe Brückner. Um die Wirtschaft in Deutschland dauerhaft voranzutreiben und vor allem unsere Exportstärke zu sichern, sind Verkehrswege und der Ausbau der Infrastruktur ein absolutes Muss. Wie die Reise weitergeht, das haben wir Bundesverkehrsminister Ramsauer am Rande eines Kongresses in München gefragt. Die bayerische Wirtschaft ist eng mit den Weltmärkten vernetzt. Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist für diesen wichtigen Wirtschaftsstandort daher unverzichtbar. Darin waren sich auf dem Kongress Moderne Verkehrsinfrastruktur in München rund 100 Unternehmensvertreter und eine hochkarätige Runde von Verkehrsexperten einig. Denn viele Verkehrswege sind schon jetzt, vor allem zu Spitzenzeiten, dramatisch überlastet. Das behindert das wirtschaftliche Wachstum, führt zu Zeitverlusten, Kostensteigerungen, vermehrten Verkehrsunfällen und zusätzlicher Umweltverschmutzung. Nicht nur die bayerische Wirtschaft, die ganze deutsche Wirtschaft. Für die bayerische Wirtschaft als extrem exportorientierte, leistungskräftige Wirtschaft sind natürlich bestmögliche Infrastrukturen, Straße, Wasserstraße, Schiene und Flughäfen von herausragender Bedeutung. Um einen Verkehrskollaps zu verhindern, müssten die bundesweiten Investitionen in das Transportwegenetz dauerhaft von jährlich 10 auf 14 Milliarden Euro aufgestockt werden. Der klassischen Haushaltsfinanzierung sind allerdings Grenzen gesetzt. Die Finanzierung leidet an Magersucht. Und zwar für Straße, Schiene und Wasserstraße. Wir brauchen hier dringend mehr Haushaltsmittel. Und mein Vorschlag für die Straßeninfrastrukturfinanzierung ist ganz klar, eine PKW-Maut, am besten nach Muster, wie es in der Schweiz oder in Österreich gehandhabt wird. Ramsauer betonte, dass die vorhandene Verkehrsinfrastruktur nicht weiter auf Verschleiß gefahren werden darf, sondern Erhalt und Instandhaltung des Bestandes absoluten Vorrang haben müssen. Dafür sollen künftig ca. 70% der zur Verfügung stehenden Mittel verwendet werden. Zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode kamen die Abgeordneten des Landtags zur Plenarsitzung zusammen. Auf der Tagesordnung standen noch Dringlichkeitsanträge, etwa zur Asylpolitik. Mit diesem und anderen Themen beschäftigen wir uns jetzt im Plenum TV. Eine Dusche für 20 Asylbewerber, Sammellager oder Einzelunterbringung. Dazu die Ernährungsfrage oder die quälend lange Wartezeit bis zur Entscheidung über den Asylantrag. Die Debatte über Bayerns Asylsozialpolitik wurde energisch und emotional geführt. Es ist schon ein Trauerspiel, wenn aufgrund von Personalmangel die Verfahren so lange dauern, die Menschen endlos lange in irgendwelchen Sammelunterkünften sind und dann natürlich soziale Probleme entstehen. Die bayerische Asylpolitik hat sich in den letzten Jahren verändert. Ich gehe sicher davon aus, dass sie menschenwürdig ist. Und man darf hier nicht auf das Gerede, das oftmals auch von Grundlagen entbehrt, auf das Gerede der Opposition eingehen. Dass die keine Luxusunterbringung erwarten können, ich glaube, das verstehen unsere Leute. Sie müssen menschenwürdig untergebracht werden. Und es ist für die Regierung, die Bezirksregierung, sehr, sehr schwer, solche Wohnungen zu finden. Die kommen zu uns nicht aus Jux und Dollerei oder weil sie gerade ein bisschen Urlaub machen wollen, sondern weil sie in ihren Ländern von Folter, Verfolgung, Bedrohung für Leib und Leben betroffen sind. Und ein starkes und reiches Land wie Bayern sollte aus humanitären Gründen, aus Gründen der Menschlichkeit, mit den Flüchtlingen anders umgehen, als sie es derzeit tut. Ein weiteres Thema ist die Transparenz der Nebeneinkünfte.
Was deren Angehörige verdienten, ist mittlerweile bekannt. Aber was verdienen Bayerns Volksvertreter nebenbei? Die Notwendigkeit der Offenlegung ist im Plenum nicht umstritten, wohl aber die Art und Weise. Beschlossen wurde eine 10-Stufen-Lösung, anzeigepflichtig ab 1.000 Euro monatlich. Also ich glaube, es bringt beides zusammen. Einerseits das Erfordernis des freien Mandats, dass man eben auch im Rahmen seiner Abgeordnetentätigkeit gewisse Freiheiten hat, die vom Grundgesetz und der Bayerischen Verfassung garantiert sind. Und auf der anderen Seite natürlich das Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, was macht denn mein Abgeordneter, wenn er nicht nur als Abgeordneter unterwegs ist. Da wollten wir auch, dass man das angibt auf Heller und Cent, also auf Euro und Cent, jeden, ab 1. jeden Cent, die klare Angabe. Das wäre wirklich transparent gewesen. Also ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, das auch darzustellen, was an Nebeneinkünften ist. Es ist angelehnt an das, was im Bundestag auch Schlusslage ist, und ich denke, es ist sehr sinnvoll so. Wir wollten ab einem gewissen Bagatellgrenze eine komplette Offenlegung, wo praktisch die Summe der Nebeneinkünfte oder der sogenannten Nebeneinkünfte komplett dargelegt wird. Wir wollen auch in den Parlamenten Abgeordnete haben, die nebenher vielleicht freiberuflich tätig sind, die ein Unternehmen haben, die hier auch wirtschaftlichen Sachverstand, die den Sachverstand aus ihrem eigenen Beruf einbringen und eben nicht nur Beamte sind, wo man es ablesen kann, oder Angestellte, die sich dann beurlauben lassen. Und da muss man auch eine gewisse Privatsphäre schützen, was auch oftmals Daten anderer betrifft. Versöhnlich wurde es am Ende dieser 5-Jahres-Legislatur. Schlussworte gab es von Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Ministerpräsident Horst Seehofer sowie vom Geburtstagskind und SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher für die Opposition. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der Vergangenheit, auch das wollen wir heute sagen, nicht immer die Sensibilität gezeigt, die die Menschen zu Recht von uns erwarten. Das müssen wir uns eingestehen, das haben wir auch. Wir haben es als Ansporn gesehen, uns auch neu aufzustellen. Nichts wird im neuen Landtag mehr so sein wie heute. Der neue Landtag wird eine andere Zusammensetzung haben. Jetzt wünsche ich allen, die wieder zurückkehren oder hoffen, zurückzukehren. Ich kandidiere ja auch als erstes Mal, weiß nicht recht, wie das ausgeht. Einfach Gesundheit und auch, dass Sie gesund und gestärkt zurückkehren. Und dann auf ein neues für unsere wunderschöne Heimat, den Freistaat Bayern. Danke. Für 48 Abgeordnete war damit das Ende ihrer Arbeit im Landtag gekommen. Sie stellen sich am 15. September nicht mehr zur Wahl. Darunter sind der ehemalige Ministerpräsident und Innenminister Günther Beckstein und der langjährige SPD-Fraktionschef Franz Margit. Den Betreibern von 4 Autohöfen zwischen Wernberg-Köblitz und Thiersheim platzt der Kragen. Sie sind sauer, weil mit der Autobahnraststätte Waldnabtal eine für viele überflüssige Raststätte gebaut werden soll. Nun gaben alle 4 Betreiber in dieser Woche eine gemeinsame Pressekonferenz, weil sie den Wahnsinn, wie sie sagen, stoppen wollen. Viele Oberpfälzer Autofahrer kennen sicherlich die Autobahnraststätte Waldnabtal. Bis jetzt gibt es dort nur Parkplätze. Doch demnächst soll die Fläche zur Raststätte ausgebaut werden. Tank und Rast hat die Baugenehmigung vor kurzem erhalten. Und das bringt die 4 Autohofbetreiber zwischen Wernberg-Köblitz und Thiersheim auf die Palme. Eine überflüssige Raststätte, so die Kritik. Unser größtes Problem in Wernberg-Köblitz, ich mache es ja auch schon seit 14 Jahren, ist, dass wir 50 Arbeitsplätze zurzeit haben, 50 Köpfe, die hier ihr Auskommen haben, und dass wir die wahrscheinlich, wenn die Anlage kommt, und man weiß das aus anderen Untersuchungen und Ermittlungen, was also eine Anlage wegnimmt, dass wir wahrscheinlich viele Arbeitsplätze verlieren werden, beziehungsweise im schlimmsten Fall, im Worst Case, die Anlage schließen müssen, weil die Arbeitsplätze dann verloren gehen. Rund 12 Kilometer vom Waldnabtal entfernt befindet sich der Autohof Mitterteich. Der Betreiber des Autohofs wundert sich über die Pläne einer Bundesautobahnraststätte in unmittelbarer Nähe. Ich war sehr überrascht, dass es auf der A93 immer noch Willige gibt, die wahrscheinlich entweder nicht kalkulieren können oder einfach sich dem aussetzen. Weil jeder, der in der Branche tätig ist, der weiß eigentlich, dass die A93 sehr gut versorgt ist durch uns 4 Autohöfe und eine neue Tank- und Rastanlage. Wird es also sehr schwer haben, sich gegen uns zu behaupten, zu etablieren. Und der Betreiber des Autohofs Bergler bei Windisch-Eschenbach meint, dass die privaten Betreiber von Autohöfen vom Bund durch dessen unsinnige Raststättenplanungen plattgemacht werden sollen. Man scheue nicht den Wettbewerb, doch eine weitere Raststätte mache wirtschaftlich keinen Sinn.
Das eine ist, dass hier meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Steuermittel verbraucht worden sind, alleine mal um die Parkplätze bereitzustellen. Das zweite ist, dass wir uns als Autohof ungerecht behandelt fühlen, vor allem auch in der Beschilderung, weil man sieht jetzt schon, dass normalerweise 5 Kilometer und 1 Kilometer vor dem Autohof oder vor der Abfahrt zum Autohof das Schild stehen muss. In Fahrtrichtung Nord, Richtung Süden steht das Schild 2,8 Kilometer und 1 Kilometer. Bei der Pressekonferenz heute Vormittag hieß es, dass der Bund Gründe vorschiebe, um den Bau von Bundesautobahnraststätten mit Steuergeldern zu rechtfertigen. Die Autohofbetreiber von Wernberg-Köblitz bis Thiersheim sind jedenfalls stinksauer. Verhindern können sie den Bau der 5. Raststätte aber nicht. Richtig magische Momente gab es an diesem Wochenende in der Bamberger Innenstadt. Bei traumhaftem Sommerwetter ließen sich mehr als 150.000 Besucher verzaubern. Feuerschlucker, Akrobaten, Straßenkünstler und Magier bescherten dem Publikum überraschende Erlebnisse. Über 100 Künstler aus 14 Nationen verwandelten Bamberg in eine einzig große Zauberbühne. Und der Eintritt war gratis. Bamberg zaubert, Bamberg zaubert. Be there or be square. Auch Sänger Ray Horton ist Fan von Bamberg zaubert. 150.000 Besucher lockt das Festival an. Manch einer nimmt mehrere hundert Kilometer Anreise in Kauf. Macht viel Spaß, sind viele verschiedene Veranstaltungen, ist für jeden was dabei. Richtig gut, ja, hat sich gelohnt. Atmosphäre, ganze ringsrum, alles, viele Leute und so weiter, schön. Das Teilnehmerfeld am Festival ist international. Die Künstler kommen aus Europa, Asien, Nordamerika oder Afrika. Auch SMB aus Japan sind dabei, die mit ihrer Breakdance-Show dem Publikum so richtig einheizen. Ist schon mal ein Unfall bei eurer Show passiert? Ja, gestern Abend erst hat es einen von uns böse nach hinten geworfen. Und das Publikum hat dann so reagiert. Wie man sieht, hat der kleine Unfall der guten Laune der Jungs nicht geschadet. Während das Duo aus Japan seine Show abzieht, bereitet sich im Hintergrund David Burley auf seinen Auftritt vor. Blue color, right? Ich stecke das blaue Tuch in meine Faust. Und unten kommt ein rotes heraus. Und meine Hand ist leer. Sie würden nie verraten, wie das geht? It's nothing to tell. Es gibt nichts zu verraten. It just happens. It's magic. Trotz der guten Laune bei Publikum und Künstlern, in Bamberg kommt man nicht umhin, die Diskussion um innerstädtische Veranstaltungen anzusprechen. Der Erfolg von Bamberg Zauber 2013 ist für das Stadtmarketing ein Votum dafür. Und wir versuchen, dass die Menschen, die in der Innenstadt wohnen, möglichst wenig belästigt werden. Und das gelingt uns seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Auch der Nachwuchs darf sich bei Bamberg Zaubert einem großen Publikum präsentieren. Ich zeige euch was mit 1, 2, 3, 4 Assen, okay? Die Asse werden zusammengeschoben, man tut einmal schnipsen, macht einen Twist und schon hat sich das erste Ass umgedreht, also in dem Fall das Pik Ass, okay? Wiederholt man das Ganze, dann verwandelt sich die umgedrehte Karte, ja? Das Pik Ass ist wieder normal und das Herz Ass hat sich umgedreht, okay? Macht man das nochmal, dann verwandelt sie sich wieder. Das Herz Ass ist wieder normal und das Karo Ass hat sich umgedreht, ja? Zauberhaft ist auch das Wetter am Festivalwochenende. Wer das wohl an den Himmel gezaubert hat und vor allem wie. Aber Zauberer dürfen ihre Tricks ja nicht verraten. Athleten, 8.500 Liter Getränke und viele ehrenamtliche Helfer. Nach 3 Wettkampftagen gingen die Special Olympics in Passau zu Ende. Es war ein sehr emotionaler Wettbewerb, es flossen Tränen, es wurde aber auch ganz viel getanzt und gejubelt. Wir waren bei der Abschlussfeier dabei.
Vier Tage lang wehte ein Hauch von Olympia in Passau. Die Sommerspiele der Special Olympics, einem sportlichen Wettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung, gingen am Donnerstag zu Ende. Die Veranstalter blickten auf erfolgreich durchgeführte Spiele zurück. Und das nicht zuletzt dank der vielen Hilfe von Ehrenamtlichen, Vereinen, Firmen und der Stadt Passau. Ja, die Stadt Passau ist ja wohl jetzt allen bekannt als die Hauptstadt des Zusammenhalts. Es gilt ja nicht nur bei Katastrophen wie dem Hochwasser, sondern es gilt auch und gerade, wenn es um den Zusammenhalt der Menschen insgesamt geht. Und deswegen sind diese Special Olympics für uns auch deswegen was Besonderes, weil wir uns mit sehr viel Muße, mit sehr viel Aufwand auch gerade kümmern um die Behinderten in unserer Stadt, den Einrichtungen, den Schulen. Und da passt diese Special Olympics passend so gut dann zu dem, was wir auch als Zielsetzung haben, nämlich eine Stadt auch der Integration zu sein. Anders als bei den Paralympics geht es hier nicht um Leistungs-, sondern um Breitensport. Doch jeder Athlet zeigte hier seine persönliche Höchstleistung. Also bei dem Highlight war das so, dass man sehr viele Leute, die eine Behinderung haben und die auch keine hatten, die hatten eine tolle Leistung gebracht hier bei einem 100-Meter-Lauf, bei einem Weitsprung und bei den ganzen anderen sportlichen Aktivitäten. Die waren sehr emotional auch. Manche Leute haben ja schon auch mal geheult drüber, das kann ja schon mal vorkommen. Aber sonst gibt es immer da die Freude, auch die Vorfreude und auf den Podest zu sein. Aber wenn da keiner auf den Podest kommt oder keiner auf Gold oder keine Silber, keine Bronze. Aber Vierter, Fünfter ist ja auch was Gutes. Und weil das Motto heißt ja, dabei sind, ist ja alles. Neben den sportlichen Aktivitäten galt es aber auch, überhaupt auf die Bewegung der Special Olympics aufmerksam zu machen. Menschen mit Behinderung eine Plattform zu geben, um sich zu präsentieren und damit auch der viel zitierten Inklusion ein Stück näher zu kommen. Mir liegt am Herzen, dass natürlich das Thema nicht mit den Special Olympics erledigt ist, sondern dass wir das Thema Inklusion weiter ganz ernst nehmen. Aber zum anderen natürlich wünsche ich auch allen, die hier in Passau waren, weiterhin eine gute Zeit und sie sollen wiederkommen nach Passau, egal ob mit Olympics oder ohne. Da bekanntlich nach den Spielen schon wieder vor den Spielen ist, überreichte Jürgen Dupper die olympische Flagge feierlich an seinen Bürgermeisterkollegen Klaus Bergbauer aus der Gemeinde Lahm in der Oberpfalz. Dort werden 2014 die Winterspiele der Special Olympics stattfinden. Wie bei einer Forschungsexpedition kann man neuerdings das Leben des wichtigsten Sohnes der Stadt Bayreuth erkunden. Wir stellen Ihnen jetzt mal den Wagner Walk vor. An der Villa Wahnfried, dem Hause Richard Wagners, beginnt er, der Walk of Wagner. Ein Weg, der die wichtigsten Wirkungsstätten des berühmten Komponisten nachskizziert und Wissenswertes über das Leben und Schaffen Wagners vermittelt. Auf seinen Spuren kann man nun quer durch die City wandeln und dabei bekannte wie auch unbekannte Orte entdecken. 13 Kuben sind auf der Route positioniert und geben zusätzlich Auskunft über wichtige Abschnitte im Leben des Komponisten. Wir haben ein kleines Kuratorium, eine Arbeitsgruppe entwickelt, die aus 3 Wagner-Fachleuten besteht. Und die haben das Thema vorgeschlagen und haben dann auch die Texte verfasst. Wir haben also nicht uns selber mit Google und Wikipedia beholfen, sondern haben Fachleute rangelassen. So führt der Walk of Wagner die Richard-Wagner-Straße entlang, einmal quer durch die City, über den Luitpoldplatz bis hinauf zum Festspielhaus. Verlaufen kann man sich nicht, denn sowohl ein Flyer als auch die markanten kleinen Ws auf dem Boden weisen den Weg. Zudem ist eine Funktion in der CityGuide-App der Stadt in Arbeit, mit der dieser Weg künftig erkundet werden kann. Das Wochenende hat ja alle Sonnenanbeter, Biergarten- und Waldfestbesucher sowie alle Wasserratten an den Badeseen sehr verwöhnt. Und der Sommer macht vorerst keine Pause. Es wird sogar noch heißer. Hier kommen die Wetteraussichten. In der Nacht ist der Himmel sternenklar, kaum eine Wolke ist über Bayern zu sehen. Und zunächst ist es noch recht mild, die Temperaturen bis nach Mitternacht eigentlich noch warm. Danach geht es dann etwas runter mit den Werten, bis auf 14 Grad rund um Nürnberg und Amberg, bis 11 Grad am Alpenrand. Die Sonne strahlt über Franken, da gibt es zunächst kaum Wolken, also blauer Himmel. Später entstehen dann über den Höhen einzelne kleinere Quellwolken. Ansonsten ist das aber ein perfekter Sommertag. Die Temperaturen am Main bis 33 Grad, im Hoferland um 29 Grad. Der Wind fächelt nur leicht bis mäßig aus südöstlichen bis östlichen Richtungen und bringt uns kaum Abkühlung.
In der Oberpfalz und in Niederbayern scheint morgen ebenfalls die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Es gibt kaum Quellwolken im Laufe des Tages, selbst über den Höhen nicht. Also perfektes Sommerwetter bei Temperaturen bis zu 31 Grad rund um Regensburg. Um die 29 Grad sind es im Bayerischen Wald. Der Wind ist eine schlappe Angelegenheit. Er weht meist nur leicht und kommt aus östlichen bis südöstlichen Richtungen. Wir werden ihn kaum spüren. In Oberbayern und Schwaben, da gibt es auch sehr schönes Sommerwetter mit viel Sonnenschein, höchstens ein paar lockeren Quellwolken und selbst Richtung Alpen werden die kaum größer. Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter eher gering. Die Temperaturen erreichen 30 Grad an der Donau und in München und 27 Grad im Allgäu. Der Wind weht meist nur schwach aus nordöstlichen Richtungen und ist nur selten mal leicht böig. Zunächst geht es am Dienstag sehr schön weiter mit viel Sonnenschein, nur lockeren Quellwolken und Temperaturen bis 33 Grad. Ab Mittwoch wird es dann etwas schwüler, die Luft etwas feuchter. Das bedeutet weiterhin auch viel Sonnenschein, aber auch dicke Quellwolken und zunehmend Schauer und Gewitter bei Temperaturen um 30 Grad. In Nürnberg wurde lange Zeit mit Entenpapa Friedhelm mitgefiebert. Eine brütende Flugente hat es sich vor ungefähr 5 Wochen auf seinem Balkon gemütlich gemacht. Am 27. Bruttag war es dann endlich soweit. Morgens um 7 Uhr schlüpften alle 9 Entenküken. Und den Anblick wollten wir Ihnen zum Schluss der Sendung natürlich nicht vorenthalten. Friedhelm Tischer aus Nürnberg, frisch gebackener Entenvater. Doch lange kann er sein Glück nicht genießen, denn er muss feststellen, dass auf dem Dach die Daisy mit ihren 9 Küken unterwegs war. Und ich natürlich hinterher. Sie haben einfach eine Nestflucht begangen. Und 3 haben es halt nicht geschafft. Es war Tick, Track und Trock. Die sind halt auf dem Zwischenboden gelandet. Die habe ich dann gerettet unten, habe sie in ein Körbchen getan. Sofort macht sich Friedhelm Tischer auf den Weg ans Pegnitzufer, wo er den Rest der Entenfamilie vermutet. Siehe da, nach ungefähr einer Minute kam die Mama aus dem Gebüsch. Daisy hat geschnattert und hat diese kleine Ente aufgesammelt. Dann habe ich die anderen 2 auch noch in die Pegnitz gesetzt und die hat die Mama auch abgeholt. Und dann war ich ganz allein. Wochenlang hatte der tierliebe Nürnberger seine werdende Entendame umsorgt, sie liebevoll Daisy getauft. Um die 9 Küken hätte sich Friedhelm natürlich mindestens genauso gut gekümmert. Doch anstatt der flauschigen Untermieter bleiben ihm jetzt nur noch ein paar Eierschalen als Andenken an die Vaterrolle. Dann bin ich wieder zurückgelaufen auf meinen Balkon, habe in das Nest geschaut und dann habe ich festgestellt, jetzt bin ich wieder alleine. Jetzt hatte ich fast 6 Wochen ganz angenehm lieben Besuch. Und dann war ich schon etwas traurig. Ab und zu geht er jetzt an die Pegnitz, um nach seinen Kleinen zu schauen. Tock hat er bei unserem Besuch ein letztes Mal wieder gesehen. Oh, jetzt ist er ganz alleine. Ich hatte, als ich Teenager war, auch mal 2 Enten, um die ich mich gekümmert habe. Das war doch auch sehr nett. Aber die sind auch ziemlich störrisch manchmal, die Viecher. Das war TV Bayern Live für heute. Übrigens, die Sendung und viele weitere Infos, die finden Sie in der kommenden Woche auch auf tvbayernlive.de. Ich wünsche Ihnen nun einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Ich sag mal Quark. Nächste Woche gibt es TV Bayern Live natürlich wieder am Sonntag um 17:45. Wenn Sie mögen, bis dahin. Servus. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. Was trinkt ihr denn da? Das ist unser täglicher Schluck Gesundheit. Was ist daran gesund? Das reguliert unseren Blutdruck, das macht uns fit und gesund. Schmeckt ja gar nicht so schlecht. Was haben die für ein Tempo drauf? Da kannst du mal sehen, die sind noch richtig fit. Mit Knobi Vital bleiben sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta Günstig fliegen Sie gratis nach Budapest, inklusive bis zu 7 Nächte in einem 4-Sterne-Hotel. Denta Günstig garantiert Ihnen eine Behandlung durch kompetente Ärzte mit modernster Technik
und zur Nachbehandlung Partnerzahnärzte in Deutschland. Und das Beste? Deutsche Krankenkassen erkennen die Behandlung in Ungarn an. Melden Sie sich jetzt kostenlos an unter 0800 230 0002 oder im Internet dentalgünstig.de. Oder Sie überzeugen sich vor Ort und fliegen für nur 199 Euro zu einer unverbindlichen Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Dentalgünstig-Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Nach anfänglicher Skepsis bin ich sehr zufrieden, fühle mich hier sehr gut aufgehoben und Urlaub gab es noch obendrein. Wählen Sie jetzt kostenlos 0800 230 00002 oder dentalgünstig.de.